herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, du bist heute ein kleines Schweinchen. Ja. Das, was du schon immer sein wolltest. Hey. Nein, Spaß. Ja, wir werden heute ein kleines Hide-and-Seek Farm-Special, Schweine-Special machen. Auf jeden Fall können wir uns hier richtig nice verstecken. Wir werden selber auch zum Schwein, selbstverständlich. Wir können in die Gehege rein, wir haben hier Häuser, wir haben hier kleine Erdsachen, wir können auch die Häuser drauf. Also ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Wege, wo man sich verstecken könnte. Ich bin super gespannt, was du dir da alles so einfallen lassen wirst. Wer möchte anfangen? Möchtest du zuerst dich verstecken? Dann ja, ich verstecke mich als Erster. Okay, aber ich ganz kurz gucken, genau wie du ein Schweini bist. Du siehst richtig süß aus. Hallo, na? Na, wie geht's? Alles fit? Soll ich mich mal jetzt verstecken? Tschüss! Die Hitbox ist ganz weird, aber gut, da muss ich mich drauf konzentrieren. Sag, wenn du versteckt bist, ich bin super gespannt und... Wie süß ich aussehe. Ich werde wahrscheinlich ein paar andere Schweine auch wegschnetzeln, Leute. Es tut mir jetzt schon sehr leid. Oh nein. Ja. Okay, Kasia, ich bin als Schwein versteckt. Das bedeutet, ich kann anfangen, es ist gerade dunkel geworden. Hier kannst du dich aber zum Glück nicht verstecken. Okay, wir gucken erstmal. Oh mein, ich kann halt jetzt jedem Damage machen, ne? Ich weiß nicht, wer du... Oh, das ist ja doppelt so schwierig so, wenn ich das gerade so mal sagen darf. Das stimmt. Ja, das ist ja alles... Es könnte auch einfach ich sein und ich bewege mich einfach nicht. Oh, ja, aber ich glaube, man kann schon so ein bisschen gucken, wie jemand drauf ist. Ich mache hier auch die Felder kaputt. Ich sehe das schon. Okay, ich gucke jetzt erstmal bei den Hotspots hier. Oh, das ist ja ultra schwierig. Ich schnetzel die einfach weg, Epic. Ich sag's dir, wie es ist. Nein. Ja, ich glaube, vielleicht müsste man noch Schweine hinmachen, die halt nicht Damage bekommen. Aber gut, wir haben jetzt dann halt eine extreme Runde. Du könntest auch einfach... Oh, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Das ist super schwierig. Das bist du. Das bist du gar nicht. Hier hoch. Okay. Da lang. Bist du auf dem Ding hier? Bist du... Nee, da oben waren die ganze Zeit schon welche. Siehst du mich irgendwie? Also ich sehe dich gerade auf dem weißen Dach. Ah ja, okay. Ah. Also da bin ich schon welche. Oh, du bist auf die Bäume gesprungen. Ja. Du bist hier auf dem Dingsdach, kann es sein? Na, du stehst hier einfach rum. Oh nee, aber jetzt sag mir nicht, dass du hier in diesem Ding bist. Epic, wir müssen das unbedingt ändern. Also ich weiß ja nicht, wer du hier bist. Das kann ja jetzt alle hier wegschnetzeln. Das war keine gute Idee. Das ist so, so schwer. Ja, also eigentlich, okay, komm, wir machen so. Danach musst du auch mal so eine Runde spielen, wenn ich dich gefunden habe. Und danach wechseln wir mal die Schweine bitte ganz kurz aus mit Schweinen, die wir keinen Damage machen können. Das bist du. Das bist du nicht. Weißt du, was auch krass wäre? Oh, oh. Wer bist du davon? Da, ich sehe dich. Rumlaufen. Mr. Schweini. Ich habe schon Damage gemacht. Ja, ich weiß auch. Aber das Ding ist halt, mein Schwert ist kaputt gegangen. Weil ich so viel Damage gemacht habe. Wenn du mir Damage machst, dann hast du mich gefunden, okay? Du musst mich nicht wegschnetzeln. Na gut. Bist du gerade rausgegangen? Du bist das hier. Nein, du bist das hier. Du bist das hier. Also ich habe mich auf jeden Fall schon bewegt. Das kann ich dir sagen. Aber ganz kurz, warst du gerade in dem Gehege? Nee. Hä? Ich dachte, ich hätte dich... Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte dich gesehen. Du bist doch hier oben, ne? Ich hab doch gerade... Hast du dich nicht da gerade hingelegt? Das bist du. Vielleicht stehe ich da an der Kante. Du bist das. Nein. Oh mein Gott. Das bist du. Komm hier, das hier. Epic, jetzt, also das ist so ultra schwierig. Also mach du mal eine Runde mit allen, denen du hier Damage machen kannst. Hier ist auch ein Ding. Oh, oh, oh. Nee. Bist du hochgegangen wieder? Oh, ich hab mich gefunden. Das Ding. Ich mach hier alles kaputt. Komm her, Schweini. Ich hab dich. Das war die stressigste Runde in meinem ganzen Hide-and-Seek-Leben. Epic. Oh mein Gott. Guck mal. Die wollen dich alle. Hallo, meine Freunde. Ich hab einen Papa hier. Guck mal, Babys. Ja, super. Oh mein Gott, Epic. Das ist komplett katastrophal. Also, wir können gerne nochmal so machen, dass wir auch nochmal eine Runde machen, wo ich dann jetzt hier ein Schwein bin. Katja, ich war zuerst da hinten auf dem Baum und als du in der roten Scheune warst, bin ich außenrum hier hochgeklettert und da war ich die ganze Zeit genau hier oben. Oh mein Gott, du warst ganz... Ich dachte, ich hätte dich hier... Ich hätte irgendjemanden da... Okay.
Na gut, dann werde ich jetzt zum Schwein und ja. Viel Spaß mit der Runde, mit der Extremrunde hier. Dankeschön. Und ich bin ein Schweini. Okay. Das bedeutet, viel Spaß beim Suchen. Oh mein Gott, ich habe ja auch diese andere Perspektive jetzt. Ich bin einfach ein Baby. Okay, wo verstecke ich mich denn jetzt hier? Ja, ich guck mal ganz kurz. Oh Mann, das ist aber schon sehr schwierig, oder? Das stimmt, es ist richtig, richtig knifflig. Na gut, okay. Ja, ich bleib mal hier. Okay, das heißt, du kannst mich suchen kommen. Sehr gut. Okay, ich drehe mich um. Ja, oh nein, du machst jetzt halt allen Damage. Ja, vor allen Dingen, du kannst es nicht unterscheiden. Du machst Leuten Damage, es sieht aus, als würdest du mir Damage machen eventuell. Okay, oh mein Gott, ich bin so gespannt. Aber wenn du jetzt hier nur eine Minute brauchst, dann spiele ich nicht mehr mit das dir. Das wäre lustig. Das wäre nicht aber lustig aber wenn du dich allein hier ins Gehege reinstellst, finde ich dich niemals. Ja doch, du musst halt alle wegschnetzeln. Ich würde dir auch empfehlen, also ein Holzschwert ist schnell erreicht, sagen wir es mal so. Man kann es aber hören. Wie meinst du, dass jemand das ist? Weil du kein Schweinegeräusch machst. Ja, aber ich meine, hier oinkt es und doinkt es doch die ganze Zeit. Also, bitte? Ich höre genau drauf. Also, hörst drauf. Okay, bin ich mal gespannt. Hier drin sind ja auch richtig viele. Ja, hier sind überall Schweine. Und wenn ich sage überall, meine ich wirklich überall. Du kannst allen Damage machen. Ja, also ich sag mal so, ich habe dich auf jeden Fall schon mal ein paar Mal bist du an mir vorbeigelaufen, fast schon. Hier oben bist du auch nicht. Hier geht's auch noch weiter. Ja, es geht überall weiter. Es gibt auch noch die Wasserfälle und so weiter und so fort. Es gibt oben auf dem Dach, es gibt das Dach vom Farmhaus. Es gibt das die Blätter. Ja! Okay, aber Gott sei Dank ist es für dich genauso schwer wie für mich. Ja. Und ganz ehrlich, du hörst jetzt nicht überall das Schreien, oder? Doch. Oh mein Gott. Okay, Epic, ich mach's ein bisschen leichter. Vielleicht bin ich auch ein bisschen rumgelaufen. Aber du hättest mich eh nicht gesehen. Okay, ich bleib jetzt hier auf der Stelle. Und wenn du mich findest, dann werde ich dir Bescheid geben. Da war ich die ganze Zeit da hinten. Ja, da, war, hinten? Da war ich die ganze Zeit. Oh nein. Da bin ich aber jetzt nicht mehr. Da war ich aber sehr lange. Da konnte ich gut beobachten, wo du langläufst. Sagen es mal so. Hallo, bist du hier vielleicht irgendwo? Ich hab dich. Richtig! Oh mein Gott, aber sehr lange, oder? Eigentlich. Das stimmt, das ist richtig, richtig, richtig schwer. Oh Mann. Okay, das bedeutet, wir wechseln mal ganz kurz, weil ich glaube, das wird dann nochmal ein bisschen einfacher für uns. Okay, wir haben alle Schweine ausgewechselt. Das bedeutet, ich mache zwar dir Damage, aber den mache ich kein Damage. Das heißt, ich weiß genau, welches Schweini du bist. Also, du kannst dich gerne schon mal verstecken. Ich gehe in meine Ecke, du sagst mir Bescheid und dann werde ich dich suchen kommen. Hoffentlich jetzt ein bisschen vereinfacht. Okay, ich bin sehr gut versteckt. Oh mein Gott, okay. Also, mein Freundchen. Oh, das ist schon angenehm jetzt zu wissen, dass ich dir nur Damage machen kann. Okay, ich könnte auch theoretisch hier alles. Also gucken wir mal im Wasser. Ich habe auch überlegt, mich im Wasser zu verstecken, aber man muss halt schon dann die ganze Zeit natürlich ein bisschen wieder auftauchen. Da bist du schon mal nicht. Wir gucken mal hier oben. Ja, hier oben habe ich auch noch gar nicht geguckt. Du könntest auch hier in dem Gehege sein, aber ich sehe dich schon mal nicht. Geht es hier auf? Hallo? Ja, perfekt. Okay, da bist du nicht, da bist du auch nicht. Hast du mich schon gesehen? Ja, ich sehe dich gerade in der Mitte. Da im Wasser bist du. Nee, bist du gar nicht. Du siehst mich in der Mitte. Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz auf das Ding eventuell. Oh Gott, was ist denn hier los eigentlich? Da bist du auch nicht. Also du müsstest irgendwo mich sehen schon, würde ich sagen. Bin ich nah? Warum sagst du nichts? Nee, du bist nicht da. Nicht aber nah? Vielleicht war ich da oben gerade. Ich wusste, dass du da oben gerade warst. Das heißt, du bist irgendwo runtergesprungen. Bist du noch draußen? Nee, ich bin nicht mehr draußen. Oh, du bist nicht mehr draußen. Nee. Das bedeutet, wir gucken nochmal ganz kurz hier rein. In die Höhle. Ich mach keinem Damage hier. Sehr verdächtig. Bist du jetzt doch hier drinne vielleicht? Hallo? Bist du... Ich hab dich! Ich hab dich! Ich seh dich! Nein! Geh doch! Oh, du hast Damage bekommen. Nein, ich seh dich da! Katja, kannst du... Ah, du kommst nicht hoch!
Hallo? Hä? Ich hab dich. Ja, ich setze sie sogar noch weg. Au. Tschüss. Och Mann, ich war zuerst auf dem Scheunenhausdach und dann bin ich da rein und dann da hoch und ich wollte eigentlich vor dir abhauen, wenn du reinkommst. Ich wollte das auch als nächstes machen, das mache ich jetzt natürlich nicht dann. Hör mal, bitteschön, einmal für dich und ich jetzt zum Schweini. Ja. Oh, bitteschön. Oh. So, Schweinekatze ist unterwegs und ich glaube, ich hätte ein ganz lustiges Versteck. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das Ganze mache. Oh Mann, ja, das wird interessant. Mal gucken, ob du mich finden wirst. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Okay, ich bin versteckt. Sehr gut. Okay, ich gehe dich suchen, du kleines Schweinchen. Ja. Oh nein, du könntest überall sein. Aber ich weiß, wo du bist. Ich komme zu dir. Wie, du weißt, wo ich bin? Ich habe dich schon gesehen. Wo denn? Nicht weglaufen. Ja, wo bin ich denn? Auf dem Dach. Auf dem Wasser, meine ich. Was? Stehen. Ich hab nein! Dich. Du musst mich helfen! Ich muss wegschnetzeln! Natürlich! Das war ja davor mal so. Ich seh dich immer noch. Ich seh dich du immer noch. Du siehst mich gar nicht! Natürlich! Nein! Was ist denn das? Ab aua! Ich in Rekordzeit! Ich dachte, du guckst vielleicht da. Ach man, das sieht man ja auch direkt von da, ne? Ja. Ich weiß, was ich gehofft habe, dass man vielleicht da in diesen Wasserfall da so rein kann. Konnte man nicht. Na nein. Gut, ich werde wieder zu mir. Tschüss. Tschüssi. Bis denn, Antenne. Okay, jetzt suche ich mir ein sehr gutes Versteck aus. Im Wasser? Im Wasser ist ein super Versteck. Ja, ich glaube, ich gehe in den Wasserfall. Gehst du in den Wasserfall? Ja. Oh, du könntest auch sehr gerne in das Wasser von dem Farmding, also von dem Feld gehen. Ich glaube, ich gehe unten ins Wasser vom Wasserfall. Ich glaube, da kann man sich gut verstecken. Ja, du kannst dich da auch hinlegen. Mm-mm. Nee, kann man sich als Schwein nicht hinlegen. Habe ich schon ausprobiert. Oh, ich habe es nicht probiert. Ich wollte es, aber ich habe vergessen das. Okay, Moment. Ja, ich bin versteckt. Du kannst mich suchen. So, eine neue Runde. Eine geht noch. Gucken wir mal, wo du eventuell sein könntest. Ich überleg mal, du hast dich bestimmt jetzt gut irgendwo versteckt. Ja, das stimmt. Also vielleicht hier unten ist auf jeden Fall schon mal keiner. Ich glaube gerade bist du eher in einem dieser süßen kleinen Dinger hier, in diesen Stellen. Oh Gott, ich muss hier aufmachen. Nee, da bist du auf jeden Fall nicht. Hier geht's auch nochmal rein. Du hast gerade Damage bekommen. Oh mein Gott, du bist irgendwo oben gewesen. Vor allem, ich habe das sogar gehört. Du bist unten jetzt. Du bist hinten. Du bist da hinten, da wo ich war. Du bist doch im Wasser. Nee, du bist hier irgendwo. Ich mach alles kaputt, ne? Ich mach alles kaputt. Oh mein Gott. Wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo bist du? Du weißt, wo ich bin. Du bist doch nicht auf dem Dach. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Auf welchem Dach? Du springst immer runter? Bist du das? Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Warum machst du hier immer diese Runden? Und wie kommst du hoch? So schnell? Oh Mann. Das ist so fies von mir. Das ist mega fies von dir. Nein. Okay, ab jetzt bewege ich mich nicht mehr, okay? Ja. Bleib an einer einzigen Stelle stehen. Na gut. Och Mann, das dauert ja schon wieder 100 Jahre bei mir, muss ich sagen. Ich kann dir als Tipp geben, ich bin im roten Farmhaus. Innen drin, nicht auf dem Dach, aber innen drin. Im roten Farmhaus. Ja. Hallo, Mr. Schweini. Hallo. Mrs. Piggy. Hallo, sind Sie das? Ich bin nicht in der unteren Etage. Du bist in der oberen Etage gewesen. Ja. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich habe hier Gott und die Welt dabei. Also. Ich bin nicht auf der Seite. Oh mein Gott. Ja! Ja! Oh mein Gott, ich hab ihn. Er läuft weg. Warte, wo ist er? Oh, da ist er. Hallo. Guck mal, Mr. Piggy. Oh mein Gott, wie lange brauchst du denn? Hab dich. Katja, ich bin die ganze Zeit von der Hauskante wieder auf diesen Balkon gesprungen, als du hochgeklettert bist. Genau dort drauf und dann da rein. Oh, und das habe ich dreimal gemacht. Das ist mies und fies. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, ich werde noch mal als letztes Mal ein Schweini. Ja.
Und ich hoffe, ich finde ein besseres Versteck als eben gerade. Okay, ich bin versteckt. Du kannst mich suchen kommen. Sehr gut, ich drehe mich um. Okay, wo könntest du hier nur sein? Ja. Ich schaue erstmal hier vorne. Such die Schweinekatze. Ich habe eine Idee. Das bist ja wirklich. Oh nein, es tut mir leid, Tatscha. Ich dachte nicht, dass du da drin bist, und da warst du ja da doch. Oh nein. Es tut mir leid. Ich spiele nicht mit dir, mit der alten Sieg. Nee, das sind unfaire Mittel. Das war doch nicht unfair. Und dann dachte ich, komm, ich bleib mal jetzt wohl stehen. Ach, da war ja noch keiner. Und dann bist du da einfach auch gewesen und hast mich gefunden. Naja, es hat trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn ich, muss ich sagen, oder persönlich zugeben, nicht die besten Verstecke heute habe. Lach du gar nicht, du Kleiner. Du findest mich überall. Das ist nicht so fies. Du hast bestimmt so ein Detektor oder sowas dabei. Also wirklich. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.